Sie kommen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. Das Kochen ist ihre gemeinsame Leidenschaft. Und sie stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Sarah Farni aus dem bernischen Eritz. Aus dem Schaffhauser Klettgau die Regula Gisel. Die Iris Riatsch vom Unterengadin. Dann sind auch dabei Susanne Rusterholz aus dem Kanton Zürich. Esther Rindisbacher aus dem Emmittal. Elisabeth Mattis aus dem Baselbiet. Und aus dem Wattland Barbara Bernegger. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Noch ist alles ruhig im Blumen- und Kräutergarten von der Regula Gisel zu Wilchingen im Kanton Schaffhausen. Die Blumen müssen heute zeigen, was so alles in ihnen steckt. Ich denke, so ein Blumengruß aus dem Garten ist immer etwas auch. Ich denke, fürs Herz auch. Und ich glaube, mit den Landfrauen treffe ich das. Ich habe schon ein starkes Gefühl, dass sie natürlich erwartet, dass sie wirklich auch Blumen, Blüten, Kräuter in diesen Gerichten sehen. Und das ist für mich auch wichtig, dass ich das ein bisschen durchbringen kann. Die Landfrauen sind schon unterwegs im Klettgau oder Klecki, wie die Einheimischen sagen. Und sie sind in Gedanken schon beim Essen. Also, da bin ich hundertprozentig sicher, dass es essbare Blüten gibt. Ich würde ihr auch zutrauen, dass sie vielleicht vegetarisch kochen. Eventuell. Gut, dann kann ich das nicht ganz. Es gibt Kalbshaxen. Also, die Regula ist nicht allein. Ihr Sohn Dario hilft ihr heute beim Kochen. Wenn ich weiss, dass ich eine gute, eine zuverlässige und auch vor allem eine ruhige Hilfe in der Küche habe. Und ich habe mich, ja, nein, ich habe jetzt wirklich ein gutes Gefühl, weil einfach jetzt alles bereit ist. Der Dario ist erst 19, aber er steht nicht das erste Mal in der Küche. Ich habe schon immer Freude am Kochen. Habe ich habe viel geholfen, als Kind an der Küche zugeschaut, mitgeholfen. Und hatte Freude gehabt. In der Schule habe ich gelernt, dass es fachlich auch halt, wie es geht. Und einfach learning by doing. Ja. Ja, die sehen wunderschön aus. Schau mal. Ja. Die Kalbsachsen müssen genug lang schmoren, dass sie bis am Abend schön zart sind. So. Dario, etwas haben wir schon. Gut, super. Du bist also irrsinnig. Die Landfrauen treffen sich heute erst zum zweiten Essen. Langsam lernen sie sich besser kennen. Aber sie vermissen auf der Busfahrt die Regula. Ich habe schon ein paar Mal gestaunt, wie sie einfach auf Leute zugeht und gerade ins Gespräch verwickelt ist. Und jetzt fehlt sie uns eben, weil sie den Chauffeur nicht unterhalten. Es nimmt ein Wunder, wie echt der Esstisch aussieht. Also ich denke, dass sie da natürlich eine riesige Auswahl hat an Blumen, wo sie uns eine schöne Dekoration machen kann. Also stellen wir das ja, hier. Dann ist er mal zum Weg aus. Und dann fangen wir, glaube ich, mit den kleinen Sträusschen mal an. Ja. Kannst du das so immer gegeneinander schauen? Zwei, ja. Vielleicht, ich fände es eben so wie zwei Verliebte. Sie ein bisschen gegeneinander schauen. Meine Mutter ist ja Blütenküche. Und das, was vom, also das, was vom Garten kommt, will ich ja in die Küche nehmen. Und von der Küche kommt es auf den Tisch. Das muss man sehen, dunkt mich. Und ich will eigentlich auch, dass die Landfrauen heute Abend sehen, auch auf der Tischdekoration. Und schon hat das Postauto sein Ziel erreicht. Der Klettgauerhof mitten im Blauburgunderland zu Wilchingen, da wo die Regula mit ihrer Familie wohnt. Schaut da hin! Juhu! Wow, so schön! Mega schön sind ihr da! Es ist jetzt endlich so weit ist. Nach dieser aufregenden Woche. Ganz herzlich willkommen hier bei uns auf dem Klettgauhof. Ich habe mich riesig gefreut, dass es endlich so weit ist.
Und ich stelle euch jetzt sehr gerne meine Familie vor. Das ist mein Mann, der Bernhard. Das ist unsere Älteste, das ist Isabelle. Das ist der Sohn, der Dario, wo mir auch in der Küche wird zu Hand gehen heute Abend. Und das ist unser Jüngste, das Nesthäkchen, unsere Aline. Und jetzt denke ich, habt ihr sicher ein bisschen Lust auf einen feinen Apéro. Ich lade euch hier ein zu einer Blütenbohle und zu Getty Tünne. Und als Töpfchen auf mich gibt es Lilien, die man essen kann. Es ist noch früh. Die Sonne ist erst gerade aufgegangen. Es ist aber etwa schon auf. Ganz früh am Morgen sind die Nesthäkchen unter sich. Darin schaut zu ihren drei Geissli. Und die kleinste, die Asada, braucht immer eine extra Portion Aufmerksamkeit. Da komm. Weiter. Isabelle reitet für ihr Leben gern. Ihr Ross hat ein Gespänli, dass es nicht so allein ist. Beistellpferd heisst das offiziell. Isabelle studiert in Schaffhausen, sie will mal Lehrerin werden. Am Dario sein Herz schlägt für die weite Welt. Er arbeitet bei einem Reiseveranstalter in Schaffhausen. Auch schon unterwegs ist der Bernhard. Er hat etwas zu tun auf dem Feld. Regula ist dort, wo sie am allerliebsten ist, in ihrem Blumen- und Kräutergarten. Ich habe etwa 60 verschiedene Sorten hier drin. An Pflanzen, also einerseits Kräuter und andererseits aber auch essbare Blüten. Alles, ist, was in diesem Kräutergarten drin ist, ist alles zusammen essbar. Das eine ist ein bisschen besser und das andere vielleicht weniger, aber essbar ist alles. Bei Gästen koche ich immer mit Blüten. Und Gäste, die kommen, wissen das mittlerweile. Wenn sie zu der Regie kommen, müssen sie Blumen essen. Und sie essen es. Sie wissen, wo es wächst. Sie wissen, dass es nicht gespritzt ist. Sie wissen, dass sie mit Liebe gepflückt sind. Und das passt wirklich. Der Garten bedeutet mir eigentlich sehr viel, weil es ist ein Ort auch von der Ruhe. Es ist ein Ort, wo du dich verweilen kannst, wo man auch sehr viel entdeckt an Insekten, an Schmetterlingen, an Raupen. Und einfach auch die Arbeit selber arbeiten mit diesen Blumen, finde ich einfach, ist etwas Wunderschönes auch. Aus ihrer Leidenschaft ist bald mal eine Geschäftsidee geworden. Sie verkauft ihre essbaren Blüten und Kräuter an Gourmet-Restaurants in der Region. Ich würde eigentlich sagen, dass ich ein bisschen zu offene Türen eingekrempelt bin. Es hat Köche, die gesagt haben, endlich kommt mal jemand aus der Region mit Blüten und mit Kräutern. Gisels bewirtschaften fast 50 Hektar Ackerland. Für heute Nachmittag ist es Gewitter angesagt. Der Bernhard muss Gas geben. Ich tue jetzt das Feld vorbereiten für die neue Saat. Ende September, Anfang Oktober, durch die Winterweizen säen, die wir dann im Juli 2016 tun werden. Der Milan beobachtet genau, was da unten passiert auf dem Feld. Die Vögel holen den Regenwurm zum Boden aus, der jetzt mit der Maschine an die Oberfläche kommt. Für den Boden ist das ein gutes Zeichen, wenn es viel Würm hat. Das ist nicht erwünscht. Die helfen, das Bodenleben aktivieren, die Erntrückstände abbauen. Die sorgen insgesamt für eine sehr gute Bodenstruktur. Wir haben einen reinen Ackerbaubetrieb. Das ist echt die ganze Palette vom Getreide. Winter, Weizen, Gerste, Haber, Dinkel, Emmer, das ist ganz uralte Sorte, die wieder am Aufkommen ist. Dann die ganze Palette von der Ölsaaten, Sojabohnen, Sonnenblumen, die auch
Öl gibt, dann eben Speisraps, Zuckerrüben und Sackgut von Rocleno. Der Bernhard hat keine Zeit für eine Mittagspause. Es muss schnell gehen. Die Regula bringt ihm etwas zu essen und zu trinken. Gegessen wird im Traktor. Gewittert hat es aber dann gleich nicht. Die Regula arbeitet jeden Tag ein paar Stunden im Büro als Sachbearbeiterin Tourismus und Event für die Gemeinde Wilchingen und Umgebung. Sie hat ihre Ausbildung vor 2 Jahren abgeschlossen und heute organisiert sie Führungen für Gruppen. Am Abend sind die Landfrauen von Merishausen und Bargen zu Gast zu Wilchingen. 3 Frauen aus dem Dorf haben sich als Wäschweiber verkleidet. Sie erzählen die Dorfgeschichte und dazu gibt es allerhand Klatsch und Tratsch. Ich begrüße euch auch ganz herzlich bei uns. Ich kann euch mal schnell vorstellen. Also Marilyn Giesel. Sie ist das Mädchen hier gerade im Haus. Das Liseli Hablützer kommt mir einmal helfen, wenn es so ein Andrang ist wie heute Abend. Und wenn wir viel Wäsche haben zum Waschen. Und ein Apéro mit hiesigem Wein gehört natürlich auch dazu. Am nächsten Morgen braucht Regula ihr Küchengerät schon früh. Sie macht etwas ganz Spezielles zum Mittag. Da gibt Berliner für unseren Familienmittag. Das ist ein Rezept von meiner Mutter. Und wenn sie da nichts gemacht hat, die Berliner, ah, dann sind wir gerne in der Schule. Weil wir gewiss in dem Heim kommen, gibt es einfach den Berliner zum Mittag. So. Ja, das ist sehr schön. Während der Teig aufgeht, hat sie Zeit für ihren Garten, der unter dem heißen Sommer ein bisschen leidet. Nach einer Stunde ist der Teig schön aufgegangen. Das Rezept von diesen Berliner ist ja von meiner Mutter und da kommt eigentlich auch so ein bisschen aus der Not raus. Früher hat man halt nicht so viel Geld zur Verfügung gehabt und dann hätte es halt müssen manchmal auch einen günstigen Mittag geben. Das ist jetzt erst das dritte Mal, wo ich es mache, weil ich habe jetzt einfach gefunden, ich muss das unbedingt lernen. Meine Mutter ist auch schon über 80 und ja, ich habe einfach gefunden, ich will es einfach aus ihrer Hand raus noch lernen und das ist mir jetzt ganz wichtig, dass ich so eine Tradition, die eigentlich in unserer Familie ist, dass ich die erstens mal weiterführen kann und vielleicht auch sogar unseren Kindern weitergeben. Die Berliner werden im heißen Öl frittiert, bis sie braun sind. Ich glaube, die sind gut schon. Da habe ich halt schon ein bisschen Unsicherheit. Aber das kommt dann schon. Und nachher tue ich es im Zimmerzucker drehen. Wir haben uns sehr gern. Je mehr Zucker, desto besser. Optisch sehen sie nicht ganz so schön aus, wie es meine Mutter macht. Meine Mutter ihre sind wirklich kugelrund und meine sind jetzt da ein bisschen unförmig geworden. Wobei, also ich meine, das Herzchen hier. Ist ja auch herzig. Also, ich glaube, das bringt jetzt Mutter vielleicht auch nicht an. Die ganze Familie wartet schon gespannt auf die Berliner. Die Regula ist ein bisschen nervös.
gut. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Ja, das denke ich schon. Das sieht mal sehr gut. Zu den Männern aber stellt man den klar. Mit dem Zucker. Also, ich komme gleich zu. Jawohl, ich nehme jetzt gerade den, der mir am besten gefällt. Die Eltern von der Regula langen zu. Jetzt kommt es aus, ob sie den Test bei der Mutter bestehen. Du, einen guten Mittag. Ich bin also selber schon ein bisschen gespannt, wie sie sind. Die sind wunderbar. Besser wie vom Beck. Besser wie vom Beck. Wirklich. Diskutiert hat die Familie aber vor allem über eins, über das Landfrauenessen vom Samstag. Also, so wie ich sie kenne, wie sie hier alles so super gut macht, sie schafft das. Mit dem Dario zusammen ist kein Problem. Sicher? Nein, du kannst nicht mehr lang. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Also, ich bin sicher, sie weiß, was sie macht. Sie wird dann ein bisschen hektisch denken, wenn sie nervös ist. Aber darum ist es, glaube ich, gut, sie mal miteinander dort. Dann kann ich sie wieder ein bisschen runterbringen. Wir drücken dir an den Osterfinger den Daumen. Osterfingen ist das Nachbardorf von Wilchingen. Dort ist Regula geboren und dort hat sie auch noch einen Rebberg, den sie von ihren Eltern hat übernommen hat. Es sind 12 Ahre Blauburgunder, das ist nicht so viel, aber zu tun gibt es gleich immer. Also für mich lohnt sich der Aufwand sehr, weil für mich ist es einfach auch ein Stück Tradition von meiner Seite her, von der Familie. Mein Mann hat jetzt keine Reben. Und ich finde, früher bin ich eigentlich nie gerne treiben als Kind. Und heute muss ich sagen, ist es für mich, ich darf es fast nicht sagen, fast ein wenig Erholung, wenn ich treiben gehe. Ich komme mal raus, aus unserem Betrieb raus. Das iPhone lasse ich meistens die Hand, damit ich einfach meine Ruhe habe und einfach ein bisschen kann sein kann. Die Trauben bringen mir in eine grosse Kellerei auf Wilchingen führen, die den Bauern gehört. Die Trauben kommen in den Tank hier und der Kellermeister schaut dann natürlich, was für eine Qualität wir bringen, was für einen Zuckergehalt sie hat. Und dort dann selber entscheiden, welchen Tank er dann unsere Trauben will. Der Kellermeister hat die Regula bei der Weinauswahl für das Landfrauenessen beraten. Und wer weiß, vielleicht hat sogar die eine oder andere Traube von ihrem Rebberg in diesen Flaschen drin. Zum Lagern. Aber jetzt bin ich froh, dass ich den Wein posten konnte. Jetzt ist auch wieder etwas erledigt und jetzt passt es wirklich. Also, ja, das ist schön. Ja. Danke dir vielmals. Heute ist Freitag und die Regula kann in aller Ruhe mit ihren Vorbereitungen für das Landfrauenessen anfangen. Los geht's mit der Suppe. Dafür braucht Sellerie, Lauch und Zwiebeln. Ich kann sagen, dass eine Schaffhauser-Spezialität ist die Schaffhauser Weisswein-Suppe. Darum habe ich mich auch für das entschieden, weil ich finde, es ist schön, wenn ich in den Landfrauen etwas bieten kann, eine Spezialität aus der Region. Anke, Mau und Bujo kommen auch noch rein. Der Wein kommt erst mal so wirklich vielleicht eine halbe Stunde, Stunde vor dem Essen. Dann zusammen mit dem Rahmen. So. Und das wird einfach nicht ganz drauf. Im Garten sind heute wieder ein paar Pflanzen nachher. Bevor sie welken, erntet die Regula die Blüten. Die violetten sind Malven, die gelben Ringelblumen und die blauen Kornblumen. Sie bringt alles in ihren Estrich zum Trocknen. Wenn es jetzt weiterhin so heiß ist, dann geht das. Ich sage jetzt mal 3-4 Tage, sind es trocken. Wieder innen, und wenn sie so, wenn man es anlangt, so ein bisschen raschelt und rauscht, dann kann man sie Gläser abfüllen. Und dann, wenn ich dann so im Spätsommer wieder ein bisschen mehr Zeit habe, fange ich dann an, die Teemischungen zusammenzustellen für die regionalen Produkte. Musik.
Schaffhausen, mitten in der Altstadt, wartet ein guter Kunde auf die frisch gepflückten Blumen und Kräuter von der Regula. Die beiden kennen sich schon lange. Guten Morgen. Hoi, Regula. Hallo. Hoi, Dani. Super. So, hoi. Und was hast du mal heute Schönes? Ich habe heute ganz einen schönen Hopfen-Oregano. Das ist wirklich sensationell. Du musst mal schauen, er ist gerade kurz vor dem Blühen. Sieht sicher sehr schön aus auf einem Gericht oben. Dann habe ich jetzt neu die Flammenblume, die kommt. Diese schöne Farbe, ja. Super Farbe, sehr schön. Also die Reaktionen von unseren Gästen sind nicht nur positiv, sondern sie sind im Großen und Ganzen eigentlich begeistert. Erstens, weil es etwas Regionales ist, zweitens, weil es etwas Neues ist und drittens, weil es einfach etwas sehr Sympathisches ist. Die Leute haben gerne Sachen aus dem eigenen Garten, regionale Sachen. Und wir probieren die Geschichte zu erzählen und unsere Gäste mit zu begeistern. Und schau mal, die Nachtkerzen, die haben jetzt gestern zu Abend extra gerüpfelt. Dann gehen sie über die Nacht. Gehen dann die in dem Geschirr innen auf. Also die sind wahnsinnig schön. Und was kann ich mit denen machen? Kann ich die auch für Getränke nehmen oder so? Du kannst es Getränk hier, ja. Du kannst es aufs Gemüse, du kannst es auf den Hauptgang nehmen, auf eine Vorspeise. Da haben wir noch ein bisschen blühende Basiliko. Ja. Und ein Röseli ist für deine Frau. Schön, gell? Danke vielmals. Bitte. Super. Selbstverständlich bin ich mit meiner Familie schon mal zu Wilchingen im Garten von der Regula und habe all die tollen Kräuter dürfen anschauen und auch mal sehen, wo da alles wächst. Und es ist schon wahnsinnig eindrücklich, wenn man den riesigen Garten sieht und dort auch mal eine Nase voll nimmt. Das ist wirklich, man ist wie immer in einer anderen Welt. Und das ist etwas ganz Tolles. Zurück auf dem Hof muss sich die Regula Tifigat vorbereiten vom Dessert machen. Das wird nämlich über die Nacht im Kühlschrank fest werden. Ich mache einen hellen Joghurttraum und ich mache einen dunklen Joghurttraum. Und dann brauche ich natürlich zwei verschiedene Schüsseln, weil ich einerseits ja meinen Holderblütensirup brauche und andererseits den Holderschlee. So. Jetzt sollte eben eigentlich da die Vanillesäumchen sollte da nicht so zusammenkleben. Eigentlich nur die Säumchen sollte man ja die einzelnen da die Tüpfel sehen. Da hat jetzt zum Beispiel gerade alles an. Also ich bin jetzt wirklich gar nicht zufrieden, oder? Jetzt habe ich so kurz entschlossen denke ich, nehme jetzt statt Vanillezucker könnte ich ja Vanilleschote nehmen, was einfach schöner wäre. Aber jetzt hat es da innen die Klümpen gegeben von diesen Vanillesäumchen, die zusammenkleben. Und das geht natürlich einfach nicht. Das geht jetzt einfach nicht, wenn nachher die Frauen das, also ganze Klümpen in dem weissen Hügel haben. Also, Übung Abbruch, ich mache ein zweites. Das machen wir dann mit dem Vanillezucker. Zurück an den Start. Zum Glück bringt das die Regula nicht aus der Ruhe. Ein Esslöffel. Gut. Das ist sauber gemachter Holderblütensirup, der in Hellholdertraum hineinkommt. Da ist noch etwas drin. Mal von Zitronen, das ist irgendein vom Zitrönli. So. Wie viel habe ich jetzt? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja, jetzt bin ich wirklich nicht sicher, wie viel ich schon jetzt habe. Ja. Also lieber zu wenig, glaube ich, zu viel. Sonst nachher, wenn dann, dann ich gut weitergeht. Also. Es sieht so aus, wie es eigentlich muss aussehen. Ich bin einfach wirklich nicht ganz sicher, wie viel Esslöffel Holder Blütensirup ich da, weil ich dort müssen, etwas zwischen draussen fischen und weil ich einfach auch ein bisschen aufgeregt bin, habe ich mir jetzt gerade zum Kopf aus, wie viele Löffel dann eben schon eingeleert habe. Ich probiere jetzt noch mal, sicherheitshalber, noch mal ein Löffel. Hm.
Ja, also, ich glaube, je mehr ich probiere, desto unsicher würde ich. Jetzt soll ich halt noch mal ein bisschen den Gucci und dann nachher lasse ich es einfach sein. Ich glaube, es kommt dann, glaube ich, gut. So, fertig. Also, jetzt ist fertig. Mehr kann sie für das Essen von morgen nicht mehr machen. Der Bernhard ist heute früh vom Feld zurückgekommen und so haben die beiden schön Zeit für ein Velotürli. Mit dem Klecki bin ich sehr stark verbunden. Ich bin eigentlich eine Osterfingerin, fast ein bisschen mehr als Wilchingerin. Aber ich glaube, zu dem darf ich auch stehen. An der Kirche von Wilchingen vorbei fahren sie Richtung Himmelreich, ein Aussichtspunkt über dem Klettgau, der Heimat von der Regula und dem Bernhard. Ich könnte nicht sagen, ich sei extrem heimatverbunden, aber mir gefällt es hier. Es hat lässige Leute, es ist eine super Gegend. Es ist einfach toll hier. Das Wilchinger Osterfingen ist einfach toll. Beide sind im Klecki geboren und sie haben sich schon als Kind kennt. Wir sind miteinander 3 Jahre in Sekt, Wilchingen. Und ja, wie es halt so ist, du bist deine weggegangen, ich bin meine weggegangen. Wir haben wirklich ja, andere, völlig andere Interessen gehabt. Und wir haben uns dann irgendwann an einem Fest in den Bergtrotten haben wir einander wieder gesehen, wo wir etwa beide 30 waren. Und dann habe ich in Stamoal gefunden, ja, ich könnte eigentlich mal meine ehemaligen Schulkollegen zum Tanzen auffordern. Und ich habe das auch gemacht und dann haben wir da ein Tänzchen miteinander geschwungen. Und das Abendtänzchen sind halt dann mehrere Tänzchen geworden. Und mittlerweile sind wir... Wie lange sind wir verheiratet, Pami? So lange. 22 Jahre. Ist ein guter Dichter wie, gell? Nach so vielen Jahren kennt man sich in- und auswendig. An meinem Mann schätze ich sehr, dass er einfach ein zuverlässiger Partner ist. Meistens ihren Tatendrang in ihres Unternehmer, ihren Unternehmergeist, aber viermal ist er ein an der oberen Grenze. Ja, mir wird es ein bisschen zu viel. Komm jetzt. Sie genießen die Ruhe da oben, bevor es dem Mond zur Sache geht. Es kribbelt schon ein bisschen. Und es liegt mir schon wirklich ein bisschen auf dem Magen. Aber ich denke, ich schaffe das sicher auch zusammen mit meinem Sohn und mit dem Rest meiner Familie. Und ich gebe ja mein Bestes. Und wenn er dann etwas abfällt, dann fällt es halt einfach ab. Der Eigemeister hat da tipptopp. Ich denke, dass ich gar kein größeres Problem mit dem Damenzimmer. Ich hoffe, es geht alles gut. Und vor allem hoffe ich, dass die 6 Damen, die 6 Lammfrauen mit einem super Eindruck von Wilchingen, Osterfingen, von unserer Gegend wieder heimgehen. Für einen guten Eindruck muss jetzt das Essen von der Regula sorgen. Wir sind jetzt hier bei uns im Kleckerhof auf der Stube drin. Also, liebe Gäste, liebe Lammfrauen, ich darf euch einen Weisswein schenken. Ein Wilchinger Pinot Blanc. Der ist aus dem Rebberg gewachsen. Ein fruchtiger, frischer Weisswein. Zum Wohl miteinander. Der Weisswein war ganz nach meinem Geschmack. Hat mir sehr gut gepasst. Man merkt das. Also, es geht in Richtung Hallauer Wein, den ich schon ein bisschen kenne. Habe ich gut gefunden, dass es eben von der Region ist. Darf ich euch noch ein Menü vorstellen? Zur Vorspeise habe ich gedacht, will ich euch verwöhnen mit einer Schaffhauser Weisswein-Suppe. Zum Hauptgang habe ich mich entschieden für eine Kalbshaxe vom Natura Beef. Dazu gibt es Kräuter- und Blütenspätzle und saisonales Gartengemüse mit Hopfentrieb und Kürbisblüten drin. Zum Dessert würde ich wieder sehr gerne blumig aufhören. Und zwar mit einem zweifarbigen Holdertraum. Dazu gibt es
saisonale Gartenbeeren, die getränkt sind im Holzerlikör. Ich hoffe, dass euch das Menü wird schmecken und ich wünsche euch einen guten und ganz schönen Abend. In der Küche überkommt die Suppe, die Regula gestern vorbereitet hat, den letzten Schliff. Da kommt jetzt 3 Dezi Weisswein rein. Müller-Thurgau habe ich jetzt einen Tag genommen. Und auch die Nidle muss jetzt rein. So. Kriegt ihr mal Treppblätter, oder? Hm? Soll ich die mal abschneiden? Treppblätter? Ja. Könnt ihr auch, oder? Ja. Gut. Treppblätter sind für die Dekoration der Tauer. Es braucht noch etwas mehr Wein. Ja, ja, das probieren wir noch mal. Ich finde sie gut. Das fehlt mir ja. Und ich weiß, Gott, die Stühle die weg nicht warm. Schon. Dann wir noch einen Schuss Wein? Ja, kannst du. Und? Jetzt kommt sie. So. Jetzt musst du probieren. Jetzt kommt sie, die hat zu wenig Wein drin gehabt. Erst oben geniessen sie den Wein. Ich hätte jetzt gedacht... Jetzt... Nein, nein, nein. Oh ja, nicht. Gut, also, das ist... Du hast ja schon den Kopf abgerissen. Warte. Es... Kannst... Du siehst, wenn ich meine. Ja, ist gut. Ich hoffe, es kann einen Tag Kaffee kommen am Schluss. Hm, interessiert nicht. Das ist gerade heiß. Ja, es sind warm, wirklich. Martin ja. Hat ein bisschen Halt, der hat ein bisschen wenig. Der Bami, wie man einem Bernhard auch sagt, ist ein bisschen ungeduldig. Hast du da schon drauf? Mach du. Ja, Bami, jetzt haben wir jetzt. Gut. Es kann zu perfekt sein. Sensationell. So, warte. Tschüss. Gut. So, also ich darf jetzt die Schaffhauser Weisswein-Suppe servieren. Sehr elegant machst du das. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja. Nur Mühe, dass ich auch recht bedienen kann, bewirten. Guten zusammen. Mir hat es schön gedacht, wie sie es präsentiert hat auf dem grünen Blatt. Die Suppe selber war ja nicht so farbig, also ist die helle Suppe zur Geltung gekommen. Und mit diesen 2-3 Blümchen drauf hat mir schön gedacht. Und dann werden Punkte vergeben. Bei jedem Gang werden der Geschmack und die Präsentation auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Der Bernhard sammelt die Bewertungszettel ein. Ich muss sagen, die Suppe, als ich sie jetzt abgeschmückt habe mit dem Dario, habe ich sie sehr. Also wirklich, sie war so, wenn ich sie wette, dass sie ist. Ich wüsste jetzt nicht, was da gross zu kritisieren wäre. Aber ja, wir wissen es nie. Ja, es ist ja nie so genau. Der Geschmack von dieser Suppe hat mich wirklich super gedünkt. Es hat ein bisschen Pfeffer drin, hat man gut gemerkt. Und sie hat mich sehr gut gewürzt gedünkt. Also die Weisswein-Suppe, die habe ich fantastisch gefunden. Also ich könnte auch sagen, man kann kein Haar in der Suppe finden. Ich brauche Pfanne. Die Regula hat Fotos von ihren Gerichten aufgehängt. So sollte die Dauer aussehen. Das sind jetzt etwa 1,5-2 Stunden sind die am Schmoren. Und ich die zu dieser Soße ausnehme, weil ich nämlich die Soße dann sehr gerne reichen zu den Spätzlern. 1,5-2 Stunden, ja. Ob euch das reicht? Stell das auf den Tisch. Ja, jetzt müssen wir aber einfach das Kräutli-Zeug aus den Fischen. Hilfst du mir da mal? Noch Kräutli. Die drei Nägel müssen auch weg. Ja. Sind es 3? Sind 2. Aha. Weil sonst, wenn ich so etwas pürieren, versaut mir gerade die Soße. Und dann tun wir es schnell durch Sieb durch, ist egal. Ja, dann tun wir es Sieb, dann kommt dann gut. Dann, wer sucht, der findet, oder? Dann kommt sicher dann. Jetzt habe ich es schon gesehen. Milch hast du gefunden. Gut. Super. Ah. Also, und jetzt? Ah, Hilfe, gut. Wir sind hier im Wein- und Dichterdorf Wilchingen. Das ist natürlich ein Besucher fast zwingend, dass man Dichterwein trinkt. Das ist ein Blauburgunder Spätlese. Also, Dichterwein 2012.
Das ist eigentlich so der absolute Lieblingswein von der Regie und von mir. Der schmeckt ich gern. Ja, der ist fein. Ja, den habe ich gerne. So, jetzt fange ich gerade an mit Spätzle. Es ist jetzt wirklich gutes Timing. Gut. Was haben wir denn da hin? Oh, die Soße haben wir ja noch. Ja, die muss ich einfach. Also, ja. Jetzt du. Muss aber zack, zack gehen. Oh, was? Was fehlt mir noch mal etwas? Was? Ich brauche hier den. Der Dario würde so gerne helfen, wenn er nur wüsste, was. Im Spätzli-Teig hat es fein geschnittene Blüten drin. Kannst du es da vorne, ist es schön warm. Ich tue das jetzt an und du kannst mir da wieder ein bisschen mit Schichten, gell? Einfach nicht zu viel, das muss ja dann einfach am Schluss da vorne lang. Ja, ist gut. So. Auf die Spätzli kommt flüssiger Anken mit Paniermehl. Das ist gut gewesen. In der Stube zelebrieren sie den Wein. Das Temperatur ist gut. Ja. Von alles drin? Alles. Du schau, es ist nicht das Gleiche, was viel haben. Knoblauch hast du, Knoblauchzinken drin? Oh, die müssen unbedingt. Weil den Geschmack brauchen wir unbedingt vom Knoblauch. Das sollte jetzt einfach haben, das sollte auch glasig sein. Komm. Einmal. Oh. Den Peter auch noch schneiden drüber, so, dann kommt am Schluss noch. Ups. Ja, holen wir mal die Blüte für das Gemüse ein bisschen gut im Kühlschrank. So. Ich sollte jetzt eben den Vollrahmen dann noch haben. Dann kommt da, hast du mir jetzt gerade Dings geschnitten? Gib mir noch einen kleinen Esslöffel, bist du gut. Einen kleinen Esslöffel, aber das sind grosse und sie kleine. Das ist das grosse der Soße. Die Soße noch fertig. Wo hast du mir den Vollrahmen? Da steht er. Und Aceto. Gut. Zum Schluss kommt ein Löffel Aceto in die Soße. Also ich bin schon ein Schattel. Ich bin ein Schattel. Hä? Ich finde sie eigentlich gut. Ich find, also, fehlt dir noch ja, ein bisschen Pfiff. Ja, also, findest du meine, das Rüebli kommt jetzt halt nicht so durch, gell? Ja, das auch nicht. Pfeffer? Einfach. Der Hauptgang kann angerichtet werden. Es gibt Kalbsachsen mit Kräuterspätzli und Gartengemüse. Und natürlich hat es auch Blüten auf dem Tauer. Wir haben gesagt, dass ein bisschen schräg drauf. Andere Seite, links. War andere Nein, Seite. Da kommt das Fleisch an. Ja. Ah ja, gut. So. Ich muss wirklich sagen, so. Geht für dich einfach ein bisschen rot. Thymian. Der ist fertig. Ja. Die Länder sind gut. Ja, so. Ja mehr oder weniger. Wo ist der zweite? So, ich darf euch das Menü servieren. Und hier hat es Hopfen, Sprossen. Ja. Im Gemüse? Ja. Und Kürbisblüte. Ist ein Kürbisblüte. Ja, genau. Also, bei uns gibt es einen Schulbruch. Gut miteinander. Das Gemüse hat mich sehr fein gedunkt. Die drei verschiedenen Gemüse, sehr knackig, wirklich mein Geschmack. Bei mir auf dem Teller beim Gemüse haben zum Beispiel die grünen Zucchetti gefällt. Und darum kann ich jetzt das nicht beurteilen, wie es war. Die haben es wahrscheinlich vergessen, drauf zu tun. Haben wir es geschafft? Super, Dario! Wirklich! Also. Leck, so gut haben wir es. Nicht schlecht, oder? Ja, also wirklich. Ich hoffe, der Geschmack stimmt irgendwie. Und das Gemüse probiere ich jetzt. Ja, also Bockgeschossen haben wir keine. Nein, Bockgeschossen. Aber ich wollte jetzt noch schnell das Gemüse probieren. Ob ich probiere es besser nicht. Jawohl, dann probiere ich es al dente. Perfekt. He? So, und wir sagen es daheim, wenn es kalt ist, muss es fast vom Knochen gehen. Genau, ja, das stimmt. Gell? Aber das geht da bei mir nicht weg. Mir nicht. Mir nicht, wir heben den Knochen richtig. Nein, bei mir geht es gerade weg. Das kommt auch ein bisschen auf das Stück drauf an, das du gerade hast. Wie weit oben, ja. Das Fleisch bei mir war sehr gut gekocht. Ist gut
weg auf dem Knochen. Die Spätzli waren in der Konsistenz sehr schön, aber man hat wie das Kräutli zu wenig rausgespürt. Also, mir hat sie gut gekocht, sie hat mir einfach zu wenig Kost gehabt. Definitiv zu wenig Gewürz. Für die Regula und für Dario sieht es gut aus. Die Landfrauen haben fast alles aufgegessen. Ja, aber das Fleisch war, glaube ich, gut, wenn es überall leer ist. Jemandem war es Butter. Jetzt fehlt noch der letzte Gang, das Dessert. Es gibt einen Holdertraum mit Gartenbeere. Gut, dann fängst du an mit dem. Und ich mache noch die Beere auf. Ja. Oder? Also, ich muss jetzt einfach anfangen. Die beiden Holdermus sind schön fest geworden und lassen sich gut portionieren. Es ist einfach wichtig, dass er sehr kalt ist. Gell? Mhm. Ja. So. Das ist sehr gut. Ja, das kannst du weitermachen. Es hat viel zu viele Hunde gehört. Ich finde, es darf ein bisschen umschwimmen, Dario. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir gesagt, etwa 5. Ja, ja, ich habe genug. Ich habe ganz viel geholt. Aber so könntest du nicht lange arbeiten, so Punkt. Nein, doch. Nein, da musst du noch warten. Wir machen das erst mal fertig. Es kommt noch Rosenzucker ringsherum. Oh, ja. Kannst gehen, Bami. Also schön, einfach passt das genau. Und einfach auf, so. Ja, wegen dem Zucker. Soll ich dann noch drehen? Gut. So, dann wäre es der Abschluss. Sarah und Barbara. Super. Danke vielmals. Ich wünsche noch mal einen guten Tag zum Abschluss. Danke vielmals. Danke. 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 Schöne Farbe. Zum Schluss wird auch das Dessert bewertet. Ich habe das genossen. Es war sehr leicht. Es war nicht süß. Vermisst habe ich den Geschmack vom Holunder. Der ist nicht richtig übergekommen. Die Landfrauen vergeben auch noch Punkte für die Dekoration des Raums und des Tisches. Ich habe es raffiniert gefunden, weil sie die Dekoration in diesen alten Teegläsern eingestellt hat, mit den verschiedenen Gartenkräutern und Blümchen, die sie hat, selber abgepflanzt hat. Hat ganz schön ausgesehen, auch mit diesen Kerzen. Hat, eine schöne, warme Stimmung geben. Ja, ich glaube. Super. Gut, also, oder? Hey, wir haben es echt. Also, ich glaube, wir waren ein gutes Team heute Abend. Wirklich. Also, es war also ganz schön gewesen, so, zum Arbeiten ja. Miteinander. Und am Feedback an den Lehrerteller, die retourgekommen sind, scheint es eigentlich gut zu sein. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass nichts abverheilt ist auf alle Fälle. Und ich habe ein gutes Bauchgefühl, muss ich sagen. Und ich glaube, wir dürfen den Wengeli stolz sein auf uns, oder? Mann, gell? Super gemacht, Dario. Wirklich ganz schön. Gut. Die Regula hat es geschafft. Danke dann schon noch vielmals für den herzlichen Applaus. Zum Kaffee gibt es eine regionale Spezialität. Es sind Weingüezi. Und freue mich auf die nächsten Besuche, die ich machen darf. Die nächste Woche reisen die Landfrauen in Kanton Graubünden und lassen sich von der Iris Riatsch verwöhnen. Auch der Stillhelfer im Hintergrund bekommt einen Applaus. Welche von den 7 Landfrauen den Kochwettbewerb hat gewonnen, wird dann in der Finalsendung vom 7. November aufgelöst.